Nee. Ja. Oh, lecker. Ah. Oh, ja, da haben wir einen Film durchgemacht, wo ich vorher da hing. Warte, stopp mal grad. Da ging richtig ab, ne? Wir gehen da schwimmen. Ne? Bravo, gut. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin verschleimt und dafür gibt es auch einen ganz besonderen Grund. Wir haben nämlich heute wieder schöne Welse gefangen. Weiterhin, ihr erkennt es vielleicht, bin ich viel brauner, als ich das letzte Mal zu euch gesprochen habe. Und der Grund dafür ist, wir haben jetzt schon 2 Tage später, also gestern habe ich die Kamera nicht angemacht, um ein Statement abzugeben. Der Grund war, ich war einfach platt. Also wir sind wirklich fast von morgens bis abends am Werfen, weil dann muss ich ja noch für die Cats den Film drehen, musste auch einige Dinge erklären, öfter mal die Kamera anhaben, wenn der Jörg fischt. Insofern habe ich schon weniger Angelzeit wie der Jörg und da möchte ich nicht immer noch die Kamera anmachen für hier den YouTube-Clip. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte euch auch hier ja, Videomaterial zur Verfügung stellen. Ihr müsst also nicht warten, bis die Cats rauskommt, würde ich nicht sagen, bis die Cats schon verjährt ist und ich in, was weiß ich, in einem Jahr mal den Clip dieser Tour online stelle, sondern ich möchte schon so ein paar Randinformationen geben und auch den ein oder anderen Drill zeigen, der nicht in die DVD kommt. Das habe ich ja alles schon erwähnt. Ja, was war gestern los? Da ich ja nicht weiß, was wirklich an Material reinkommt, erzähle ich es einfach mal. Wir hatten 6 Fische insgesamt, also die Hälfte wie vorgestern. Es war leider auch kein 2-Meter-Fisch dabei. Allerdings hatte Jörg den einen oder anderen wahrscheinlich richtig guten verloren. Zumeist waren es Aussteiger, beziehungsweise fast immer. Schnupper hat man noch gar nicht. Ja, ist halt Pech. Aber was will man machen, kommt auch dazu. Beziehungsweise ganz ohne Aussteiger geht es nicht. Ich würde sogar sagen, dass man beim Spinnfischen mehr Aussteiger hat als beim Ansatzangeln. Fehlbissrate ist ungefähr identisch, manchmal sogar ein bisschen besser. Ich habe jetzt zum Beispiel die letzten 4 Bisse alle verwandelt. Jörg hatte wesentlich mehr Aussteiger, als er gefangen hat. Und so kann das manchmal gehen, muss nicht unbedingt am Angler hängen. Manchmal ist es einfach auch nur Pech. Also gestern 6 Fische bis ungefähr Mitte 1,70 gemessen haben wir da nichts wirklich. Und heute waren zwar nur 4 Fische dabei, aber dafür richtig geiler. Also ich habe am Anfang gemacht mit einem 1,77, richtig schöner Fisch. Dann kam für mich ein 2,06 Meter. Ja, also der 2. 2-Meter-Fisch für mich für diese Tour. Happy. War richtig geil. Allesamt Fische, die mal kurz über Grund gefangen haben. Ich habe einen 65 Gramm Rasselblinker ganz knapp über Grund schleifen gelassen und zack. Ja, da sind sie eingestiegen und haben mal wirklich grandiose Drills beschert. Im Wasser, in Wassertiefen, die ja, mir fast bis unter das Logo gingen. Also es hat gerade so gereicht. Ich müsste eigentlich 10 cm größer sein, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Aber wenn man sich auf die Zehenspitzen stellt, bei den Plätzen, da geht das auch. Und der Jörg hat dann noch nachgelegt mit einem richtig geilen 1,92. Den haben wir auch auf über 2 Meter geschätzt. Der hat ein richtig breites Paddel und dementsprechend auch einen artengeilen Drill geliefert. Heute Mittag waren wir dann im Angelladen hier in der Nähe. Der war von Zack Fishing restlos begeistert und hat gesagt, er nimmt auf jeden Fall die Produkte in sein Sortiment. Das ist der Grund, warum wir hinten hier noch Musterrouten stehen haben. Ich habe sie ihm alle mal gezeigt und gerade hier in Frankreich haben die Leute ja nichts so wirklich Gutes und die sind ganz gespannt auf unser Zeug. Wir haben gestern, genau das wollte ich auch noch erwähnen, 2 Bellyboot-Angler noch getroffen. Die waren auch total aus dem Häuschen, weil sie mich erkannt haben und gesagt, Wahnsinn, wir treffen dich hier. Und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass Zackfishing auch in Frankreich mittlerweile am Kommen ist. Obwohl wir nicht allzu viele Läden haben, aber es kommen immer mehr Läden dabei. Und auch die Franzosen wissen mittlerweile, was angesagt ist. Und dass da eine ganz, ganz starke Marke aus Deutschland auch langsam rüberschwappt. Ja, und dann, genau, darauf wollte ich hinaus. Nach dem Angelladen haben wir ein paar neue Plätze probiert auf der freien Strecke. Also nicht am Wehr oder irgendwo in krautigen Flachwassergebieten, sondern Rauschen, Kurven. Jörg hat da auch einen riesen Fisch leider verloren durch Schnurrbruch, der erste Schnurrbruch der Tour. Und einen kleinen Babywels noch gefangen. Und bis spät in die Nacht haben wir dann, bis spät in die Nacht ist Quatsch, wir haben jetzt auch gar nicht so spät. Aber bis kurz nach der Dämmerung haben wir gefischt.
in tieferen Bereichen auf der freien Strecke, da ging leider nichts mehr. Insofern heute nicht allzu viele Fische, aber vielleicht sind es morgen wieder mehr. Aber beschweren möchte ich mich auch gar nicht. Wie gesagt, ich bin verschleimt. 2,6 Meter gefangen, 1,77 Meter, einfach geil. Wenn man jeden Tag so eine Aktion hat oder auch zwei, drei Aktionen und vielleicht einen Fisch fängt, dann ist das okay beim Weltspinnfischen. Da hält man das auch mehrere Tage durch. So, und jetzt zum Abschluss dieses Statements hier zeige ich euch noch eine geile Hose. Ne? Ich habe nämlich eine kurze Hose vergessen, habe gedacht, gehst mal in den Supermarkt und guckst, was die so haben. Und ja, das Badeshort hier habe ich gefunden. Unsere Firmenfarben mit Totenköpfen. Richtig geil, oder? Das passt. Ja, und jetzt würde ich sagen, bin ich platt, leg mich ins Bett. Morgen früh wird noch gearbeitet und das Material auf den Laptop gezogen. Das mache ich heute nicht mehr. Ich habe mir auch mal eine relativ frühe Bettruhe verdient, zumal wir morgen, ähnlich wie heute, auch wieder recht früh starten. Und davor, wie gesagt, muss noch der PC angemacht werden. Vielleicht drehe ich auch noch eine Fragekiste. Müsste ich eigentlich auch noch mal tun. Ne? Also wenn ich am Samstag heimkomme, da stehen genug Sachen an, da habe ich wenigstens schon mal die Fragekiste abgedreht. Ja, aber egal. Jetzt gibt es zuerst noch ein paar Zehen. Ich weiß ja nicht, was für Zehen ihr erzählen werdet, nicht zu an diesem Zeitpunkt hier, zu diesem Zeitpunkt. Aber ich denke mal, die eine oder andere Zehe wird dabei sein, die es nicht in die Kids reinschafft und die gibt's jetzt. Viel Spaß dabei. Thank you.
Definitiv. Guter Fisch im Drill. Carsten, sein zweiter Fisch. Heute Morgen. Suchst halt. Der hängt mit dem Kopf um den Grund, ne? Ja. Geht nicht, langsam aber geht. Ja. Denk dran, am Schluss wieder die Schnur. Hast du heute Morgen noch nicht geduscht, ne? Gut. Und da hat er zwei. Ja, ja. Er hat zwei, ne? Ja. Da ist er doch. Ja, mach den. Geil. Geil! Das war mal ein Drill und ein hammermäßiger Fisch. Wenn der keine 2 Meter hat, fress ich einen Besen. Puh. Auf dem Rattelblinker und die Blinkerjagd spinnen. Geil! Ein riesen Spinnweiler. 2,06 Meter Länge. Wahnsinn. Geil. Kurzer Nachschlag noch. Und zwar, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe hier leider keine Hornhaut am Wurffinger. Und es ist wirklich auch das erste Mal, dass ich damit Probleme habe. Aber die Schnur hat doch schon heftig hier dran gescheuert. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass mein Finger aufgeht und dass ich dann gar nicht mehr ordentlich werfen kann. Was habe ich gemacht? Isolierband hatte ich nur im Auto. Einfach 2-mal drumherum.
Und schon kann da nichts mehr passieren. Das kann man da wieder richtig durchziehen. Wichtig ist, nicht zu viele Lagen und nicht allzu stramm, sonst fängt der Finger an zu pumpen. Und wenn zu viele Lagen drüber sind, hat man auch kein Gefühl mehr. Aber so zwei Lagen Isolierband um den Zeigefinger herum und schon klappt das auch wieder mit dem Werfen. Das so als Zusatztipp.